Ja, liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres YouTube-Service-Magazins. Heute mit unseren neuen B110 bzw. B150 LED-Rundumleuchten. Was ist es? Es sind, wie der Name schon sagt, neue LED-Rundumleuchten von Redtronic. Das ist jetzt quasi die ganz neue Serie B110 und B150. Die B110, das sind die kleinen hier. Bei den B110 haben wir insgesamt 8 LED-Module und die 150er, das ist die etwas höhere, da haben wir insgesamt 16 LED-Module und wie der Name schon sagt, 15 cm Bauhöhe. Die 110er 110 mm, also 11 cm und die 150er 150 mm oder 15 cm. 8 LEDs und 16 LEDs. Die 110 und 150er sind beide ECR 65 Klasse 2 zugelassen und in unterschiedlichen Farbvarianten, Haubenfarben und Montageausführungen erhältlich. Wenn wir vielleicht ganz kurz auf die Technik eingehen, so haben wir, wenn ich das jetzt einmal hier einfach runterschraube, die Haube, so sehen wir hier die Grundplatine. Und auf dieser Grundplatine dann die LED-Module, nämlich 2 pro Seite, insgesamt 4 Stück. Das gleiche, wenn ich hier die Haube wieder draufschraube, das gleiche haben wir bei der 150er, nur halt hier mit der doppelten Anzahl an Modulen, das heißt, wir haben auch hier wieder diese Grundplatte mit der Technik, oder mit die Platine, mit der Steuerungselektronik und hier oben aufgebaut dann auf 4 Seiten jeweils 4 LEDs mit einer speziellen Frenzeloptik, um hier eine maximale Lichtverteilung zu erzielen. Was ich jetzt eben gerade schon gezeigt habe, ist, dass die Hauben relativ leicht zum Tauschen sind. Das macht insbesondere dann Sinn, weil es nämlich auch transparente Hauben gibt für diese Leuchten. Zum Tauschen, also entweder ich bestelle die Leuchte natürlich so, wie ich sie dann haben möchte, mit transparenten oder farbigen Hauben. Ich kann allerdings im Nachhinein auch dann die Hauben einfach so tauschen. Zwischen Haube und dem Unterteil ist ein kleiner Dichtungsring, damit auch keine Flüssigkeit oder kein Wasser oder Feuchtigkeit hineinkommt. Den sieht man jetzt da nicht, der hängt nämlich da drinnen, ich weiß nicht, ob man das da sieht, da in der Vertiefung ist der drinnen. Von den Farben ist natürlich zu dem, was wir hier sehen, blau mit blauen oder transparenten Hauben, gelb mit gelben oder transparenten Hauben und es gäbe auch die Möglichkeit von roten LEDs und roten oder transparenten Hauben. Bezüglich der Montageausführung, so haben wir einmal eine Fixmontageausführung, die habe ich jetzt hier nicht, kommt aber von der Größe her diesen Ausführungen ähnlich. Die zweite Möglichkeit ist eine Magnetmontage. Sieht man jetzt hier unten mit diesen Neodym-Magneten, die sind auch entsprechend geschwindigkeitsgeprüft und zugelassen. Das gleiche hier auch bei der größeren Ausführung. Gelb genauso. Ja. Das wäre die Magnetausführung. Oder es gibt dann noch die Möglichkeit einer DIN-Aufsteckmontage-Ausführung. Auch die werden wir uns jetzt mal kurz im Close-Up anschauen. Und zwar, das wäre jetzt diese DIN-Montage hinten mit diesem Aufstecksockel. Das ist quasi nur die Schrauben, die hier zusätzlich draufkleben, die ich nicht runtergetan habe. Aber das ist quasi dieser flexible, ich glaube, das sieht man ganz gut, dieser flexible Aufstecksockel mit der Leuchte. Ja, ich glaube, jetzt ist es einmal Zeit, einen Funktionstest zu machen. Das ist, wie gesagt, jetzt hier die Magnetmontage mit einem entsprechend langen Spiralkabel. Genau, das ist ein Magnet. Wir haben hier 2 Schalter, wir haben hier einen Ein- und Ausschalter und hier einen Taster für die Blitzfunktionen.
Jetzt haben wir das mal einstecken. So, ich glaube, das sieht man ganz gut. Jetzt ist es ein normaler Doppelblitz und ich kann jetzt hier mit diesem Taster die unterschiedlichen Blitzfunktionen durchschalten. Da ist im Prinzip alles enthalten: Doppelblitz, Einfachblitz, eine Mischung aus Doppelblitz, Vierfachblitz, schneller, langsam, wie auch immer. Ja, ich versuche es da einfach ein paar durchzuschalten. Einfach, abwechselnd. Genau. Schauen wir mal, dass wir unseren Doppelblitz bekommen. Da ist unser Doppelblitz. Für die Funktionsweise, glaube ich, ist das jetzt auch ganz nett, wenn ich jetzt diese Haube runternehme, dann sehe ich, dass diese LED-Module die Lichtfarbe selber machen. Das heißt, deswegen ist halt die Möglichkeit, besteht die Möglichkeit, die Hauben zu tauschen. Sieht man vielleicht hier auch ganz gut. Ich bin schon geblendet. Aber so wäre die Funktionsweise. Wenn wir uns jetzt noch die zum Beispiel die kleine B110 hernehmen, ups, und zwar dieses Mal in Blau, sehen wir natürlich, die hat ein bisschen weniger Lichtleistung, unter Anführungszeichen, ist natürlich ganz klar, weil sie natürlich nur die Hälfte an Anzahl an Modulen hat, nämlich hier nur 8 und hier nur 16. Die 110er Leuchte, die B110 ist Klasse 1 zugelassen und die 150er, also die mit 18 Modulen, ist sowohl in Gelb, Blau als auch Rot mit ECR 65 Klasse 2 zertifiziert und zugelassen. Auch hier haben wir im Prinzip die gleiche Funktionsweise bei der kleinen mit den Blitzfolgen. Einfach, Doppelblitz, Vierfachblitz, dann ein Wechsel aus beiden. Schneller, langsamer, wieder hier so eine abwechselnde Folge und dann hier wieder unseren Doppelblitz und auch hier, das um einfach mal hier zu verdeutlichen, da ist zum Beispiel dieser Dichtungsring, der hier dazwischen sitzt, der hier in der Regel normalerweise hier einfach drinnen liegt und diese Haube abdichtet gegen Feuchtigkeit. So. Und auch hier im Close-Up sehen wir die Funktionsweise dieser hellen und kompakten Leuchte. Vielleicht jetzt hier einfach nochmal zum Vergleich. Vielleicht jetzt einfach nur nochmal zum Vergleich die große, die 110er in Blau. Weil das natürlich vielleicht schon für den Vergleich hier interessant ist, einfach von der Lichtleistung her. Das ist wie gesagt die große, wieder in einer unterschiedlichen Abfolge von Blitzfolgen. Auch hier haben wir wieder langsamen, schnellen Doppelblitz und einen Einfachblitz. Und wie gesagt, die 150er, also die hohe, ist Klasse 2 zugelassen. Die kleine 110er ist Klasse 1 zugelassen. So, haben wir uns wieder hier unseren Doppelblitz. Ja, das wäre es zu unserer B110 bzw. B150er Serie aus dem Haus Vetronic. Die Leuchten haben wir aktuell auf Lager und im Prinzip prompt verfügbar. Preislich, da muss ich jetzt auch wieder schummeln, beginnen die Leuchten bei knapp 156 Euro exklusive Mehrwertsteuer. Also da kommen dann, je nachdem, innerhalb Österreich 20% oder nach Deutschland zum Beispiel 19% Mehrwertsteuer dazu. Versandkostenpauschale ist bei uns generell innerhalb Österreichs 8 und innerhalb Deutschlands 15 Euro. Wurscht, wie weit das dann weg ist, das ist einfach die Pauschale und da ist auch vollkommen egal, wie viel ihr bestellt. Ob das jetzt eine Leuchte oder 100 sind, das bleibt immer gleich. Ja, die DIN-Montage, glaube ich, brauche ich nicht zu zeigen. Hat die gleiche Funktion, da ist hier einfach die 110er drauf, nur mit dem unterschiedlichen Montagesockel. Was vielleicht noch interessant sein könnte, ist die Leuchte mit der transparenten Haube.
werden wir uns das auch noch ganz kurz anschauen. Die hohe, weil die haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. So, das wäre jetzt, wie gesagt, die hohe Leuchte, die 150er, die B150 in Gelb mit transparenter Haube. Und wie gesagt, im Idealfall bestellt man die Leuchte einmal so, wie sie jetzt da ist. Oder man kann im Nachhinein quasi so eine Ersatzhaube bestellen und die dann selber tauschen. Aber im Idealfall bestellt man das halt so, wie man es dann wirklich haben möchte. Genau. Ja, meine lieben Leute, soweit zu unserer B110 bzw. B150 LED-Kennleuchten-Serie. Alle technischen Details, Bestellmöglichkeiten und noch viel mehr und vielleicht auch andere spannende Produkte findet ihr wie immer auf unserer Webseite unter www.911services.net. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, hoffe, wenn es euch gefallen hat, oder hoffe, dass es euch gefallen hat, und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, Servus.